Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein weiteres winterliches Rezept für euch. Und zwar gibt es ein köstliches und super einfaches Spekulatius-Tiramisu. An der Stelle möchte ich mich für meine Stimme entschuldigen. Ich bin nämlich ein wenig heiser geworden und ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Ich habe heute ein Glasdessert daraus gezaubert. Ich finde, das sieht nämlich auch wunderschön aus. Ihr braucht dafür auch nicht viele Zutaten und es ist wie gesagt im Nu zubereitet. Vor allem alle unter euch, die das klassische Tiramisu jetzt vielleicht nicht so sehr mögen, da es ja auch Kaffee enthält, werden hier auf den Geschmack kommen, denn der Spekulatius-Geschmack ist definitiv im Vordergrund. Deswegen habe ich jetzt auch den Kaffee weggelassen. Also legen wir direkt los mit den Zutaten und der Zubereitung. Ihr braucht kalte Sahne, Mascarpone, Zucker, Spekulatius-Kekse, Sanapat und etwas Vanilleextrakt oder Vanillezucker und die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in der Infobox. Als erstes verrührt ihr den kalten Mascarpone gemeinsam mit dem Zucker auf mittlerer Stufe eures Mixers für circa eine halbe Minute. Jetzt kommt noch die kalte Sahne mit hinzu und die muss wirklich eiskalt sein. Ich packe meine sogar immer eine halbe Stunde vor Gebrauch ins Gefrierfach. Zudem kommt jetzt noch das Vanilleextrakt oder Vanillezucker gemeinsam mit dem Sanapat mit hinzu. Und dann wird das Ganze bei hoher Stufe so lange verrührt, bis eure Creme richtig schön fest geworden ist. Wenn eure Creme dann diese feste Konsistenz erreicht hat, ist sie auch schon fertig und passt zum Schluss hin auf, dass sie eure Creme nicht überschlägt, dann wird sie nämlich grisselig und das kann bei Sahnecremes ganz schnell passieren. Also mein Tipp an euch, gegen Ende hin schaltet ihr euren Mixer auf mittlere Stufe, so habt ihr nämlich eine bessere Kontrolle über eure Creme und das Risiko, sie zu überschlagen, verringert sich somit. Und wenn die Creme dann fertig ist, füllt ihr sie jetzt in einen Spritzbeutel um und danach geht es auch schon ans Schichten. Ich habe hier jetzt doppelwandige Gläser benutzt. Die benutze ich wirklich sehr gerne als Dessertgläser. Ich liebe nämlich diese Optik, als würde das Dessert schweben. Die haben ein Fassungsvermögen von 180 Millilitern. Und dann legen wir direkt los mit den Spekulatius-Keksen. Davon gebt ihr jetzt 2 bis 3 Teelöffel in euer Glas, schüttelt es dann einmal kurz, damit die Oberfläche schön glatt wird. Und danach spritzt ihr eure Sahne-Mascarpone-Creme an den Seiten entlang und füllt dann auch die Mitte damit. Danach kommt nochmal eine Schicht von den gemahlenen Keksen und so macht ihr dann weiter, bis ihr 3 Schichten Kekse und 2 Schichten seiner Mascarpone-Creme habt. So, ganz oben kommt jetzt nochmal eine ganz dünne Schicht von der Sahne-Mascarpone-Creme, um die Kekse abzudecken. Die streicht ihr dann mit einer Streichpalette einmal schön glatt. Und wenn jetzt was an die Ränder gekommen sein sollte, könnt ihr das mit einem sauberen Tuch abwischen. Jetzt spritze ich kleine Tupfer auf die Oberfläche, so haben wir diese Tiramisu-Optik. Und so macht ihr dann weiter, bis ihr all eure Dessertgläser damit befüllt habt. So, mein Spekulatius-Tiramisu war für eine Stunde im Kühlschrank und kann endlich verschlungen werden. Obendrauf kommt bei mir jetzt noch ganz viel Backkakao mit drauf. Und an der Stelle möchte ich auch erwähnen, dass ihr bei dem Rezept natürlich auch wie beim klassischen Tiramisu Kaffee verwenden könnt. Hierzu kippt ihr über jede Keksschicht ca. 2 bis 3 Teelöffel kalten und starken Kaffee. Ich habe ihn aber bewusst weggelassen, da ich den Spekulatius-Geschmack im Vordergrund wollte. Und es ist wirklich super lecker geworden. Die Kekse verleihen dem Dessert einen Hauch von Winter und im Gesamten ist es wirklich richtig luftig locker geworden. Probiert es also unbedingt mal aus und schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ihr könnt mir eure Fotos dann auch gerne über meinen Instagram-Account schicken. Darüber freue ich mich wirklich jedes Mal. Und an der Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, würde mich sehr über einen Daumen hoch und ein Abo freuen und hoffe, dass wir uns auch bei meinem nächsten Video sehen. Bis bald!